ein neues Museum für die Stadt. Das Österreichische Museum für schwarze Unterhaltung und Black Music versteht sich als Raum zur Vermittlung und Diskussion von schwarzer Kunst und Geschichte. Der geschaffene Raum soll einen zukunftsweisenden Austausch mit der Vergangenheit ermöglichen. Dalia, wir sitzen gerade in unserem gemütlichen Kinderzimmer, aber inmitten des Österreichischen Museums für schwarze Unterhaltung und Black Music. Das ist ja was ganz was Neues, was Junges. Die Eröffnung war im Mai. Wie kam es denn zu der Idee? Du bist ja Kuratorin und Direktorin. Also die Idee ist, man sieht vielleicht auch ein bisschen hier die Idee, wir als Team haben uns überlegt, wer waren so die ersten schwarzen Menschen, die wir in den Medien gesehen haben? Und das waren eben die ganzen Girl- und Boy-Bands, also wir haben hier die Tic-Tac-Toes, hier haben jemand von Brosis, Nadia von den No Angels. Und dann aber auch irgendwie die Frage so, auf wessen Schultern stehen schwarze, junge EntertainerInnen von heute, MusikerInnen von heute, ModeratorInnen von heute, wer kam vor uns? Und das ist irgendwie eine Frage, zu der, wo man die Antwort nicht so schnell und leicht findet eigentlich und wo irgendwie dann jede Generation aufs Neue sich erarbeiten muss, wer da eigentlich vor einem da war und ein bisschen suggeriert wird, dass man jetzt ganz frisch in diesem Land ist als schwarze Österreicherin, was aber gar nicht stimmt, weil es eigentlich immer schon schwarze Menschen in diesem Land gab, die auch irgendwie mit dabei waren. Die Idee war eben das Schaffen von schwarzen MusikerInnen, EntertainerInnen zu archivieren, festzuhalten und auszustellen, damit man eben gesammelt mal sieht, was da so los ist und eben auch diese Sorgfalt diesen KünstlerInnen entgegenbringt und ihrem Schaffen. Jetzt sagt ja der Name schon, Museum für schwarze Unterhaltung und Black Music. Wenn man jetzt Black Music hört, da fallen einem ja ganz viele Namen ein, aber wahrscheinlich jetzt eher weniger Billy Moe. Und auch er ist ein riesiger Vertreter der Black Music. Inwiefern? Genau, also wir haben eben Black Music im Titel, aber gar nicht, weil wir glauben, dass das jetzt eine legitime Art der Genre-Zuschreibung oder Beschreibung ist. Also ich glaube, wenn man sich zurückerinnert, früher in so Plattenläden gab es ja dann oft eben Black Music und dann waren halt irgendwie ein paar R&B-Platten oder so da. Black Music ist eigentlich ein Begriff, der nichts und alles bedeutet fast. Mhm. Wenn man sich jetzt Popmusik anschaut, fast jedes Genre hat afroamerikanischen Ursprung, vom Rock, Techno, Hip-Hop. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass wir hier zeigen, dass es eigentlich kein Genre gibt, das nicht schwarze InterpretInnen hat. Eben Billy Moe, ein Schlagersänger aus Trinidad, der eben ein schwarzer Mann, der die weißeste, deutscheste Musik überhaupt macht, nämlich den Schlager. Und damit ist es dann auch Black Music.